Ja, das klassische Problem, das wir heute haben, ist ja, dass wir so viele Schaden verursachen und Schadensformen verursachen. Und wir kommen einfach nicht dahin, diese Dinge zu beheben. Was wir machen, und das tun wir natürlich als Initiative, die Aufheber, ganz intensiv ist, wir informieren, wir helfen, ein Verständnis zu finden. Aber was uns auch klar geworden ist, war, dass wir nicht wirklich weiterkommen, dass wir die großen Schadensprozesse nicht verhindern können, sondern wir sensibilisieren einige Leute dazu. Und das ist so ein bisschen so wie mit dem Privat-Pkw. Ich weiß schon, dass das CO2 erzeugt, wenn ich viel damit fahre, aber ich habe ihn dann trotzdem vor der Tür stehen. Ganz persönlich steigt man einfach nicht ein in das Verhindern dieser Schwierigkeiten. Deshalb kommen wir mehr und mehr zu dem Ziel, dass wir einfach umschalten müssen und wir müssen die großen Prozesse der Welt, die zu diesem Schaden führen, die müssen wir umbauen. Denn wenn wir sie nur ausschalten und nur eine Verbotspolitik einführen, dann wird diese Politik abgewählt. Das Gros der Menschen wird dann nicht mehr bereit sein, einzusteigen in den Ausstieg. Und die große Gefahr ist, dass wir die Menschen überfordern, weil wir sitzen natürlich auch alle in unseren kleinen Echokammern, in denen wir unsere Analyse natürlich fertig haben. Aber wir müssen damit rechnen, dass viele Menschen dafür noch nicht bereit sind. Und deshalb können wir daran arbeiten, Verfahren zu finden, die man großindustriell etablieren kann. Und die den Schaden verhindert, aber trotzdem den Nutzen da lässt, selbst wenn der Nutzen so grauenvoll ist, dass er Jahr für Jahr in Deutschland alleine 120.000 Menschen zum vorzeitigen Ableben einfach führt. Denn das ist der Schaden, den Zigaretten verursachen am Menschen. Und trotzdem machen die Leute das weiter und wir haben 20 Millionen Raucher nach wie vor in Deutschland. Also deshalb kommen wir dazu und sagen, was ist der großindustrielle Prozess? Und unser Vorschlag ist, wir führen ein Pfandsystem für Zigaretten ein. Denn wenn jemand eine Kippe wegwirft und zahlt dafür 20 Cent, die er dann an Pfand nicht mehr zurückbezahlt bekommt, dann wird er das nicht mehr tun. Denn dann ist das sehr teuer für ihn, denn eine Schachtel kostet dann ja ihn 4 € mehr als heute. Und so glauben wir, dass wir diesen Schaden, diesen Sekundärschaden, der in die Natur reingeht, wie das ja auch letztendlich von Susanne gerade hervorragend illustriert wurde, einfach verhindern können. Und dann kann man mit diesen Zigaretten eben umgehen, egal ob man jetzt in Verbrennung oder tatsächlich auch in Recycling oder in Kreislaufwirtschaft einsteigt, was uns natürlich immer die größte und liebste Lösung ist. Aber wir können diesen Schaden, diese 70 Milliarden Zigaretten in Deutschland jedes Jahr, da gibt es sicherlich noch mehr darüber zu reden, wie viel das tatsächlich sind. Das können wir verhindern. Und ich glaube, da müssen wir einsteigen.